Vielen Dank für die Gifts. Hier einmal von Overlord, Black Heiseki, 7 Mal, sehr nett von dir. Bonus EXP Pass auch, vielen Dank. Und hier, über die werde ich auch mal ein Review machen, ziemlich bald. Und vielen Dank dafür erstmal. So, meine Lieben, CX Advisor wieder hier, ausnahmsweise mal mit einem ganz individuellen Anfangsspruch. Ne, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt, hört sich irgendwie schwul an, finde ich. Egal, schön, dass ihr wieder da seid. Genau, besser so. Ich mache heute mal ein Review über die M200 Geely. Die wurde mir von Overlord gegiftet. Vielen Dank, deswegen auch nochmal an Overlord. Ja, ich habe eigentlich heute wieder mal gar nicht so viel zu sagen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich stark kritisiert wurde, dass ich ja zu viel labern würde. Na gut, ich würde... Einer hat das gesagt. Egal. Ich spiele jetzt auch mal die Tatsache runter, dass gestern jemand entabonniert haben muss, weil ich plötzlich 150 von 150 auf 149 Abonnenten gesunken bin, aber heute Gott sei Dank wieder auf 150 stehe. Sehe ich mal über die Tatsache hinweg. Ne, ich bin so. und fange gleich mal mit dem Review an, ja. Also, ich habe es geschafft, unter einer Minute zu reden. Jetzt kann ich auch mal mit dem Review anfangen. Ja, ich fange gleich mal an. So, die M200 Geely ist die NX-Version der M200 und wurde im letzten Patch, nämlich am 9.06.2010, released von Nexon. Ich persönlich habe die Waffe jetzt nicht besonders lange mit ihr gespielt, aber wenn ich mit ihr gespielt habe, seit sie rausgekommen ist, gab es ja mehrere Leute, die öfters mit der gespielt haben, die richtig viel mit der gespielt haben. Also wenn ich mal so sage, in einem Spiel mit 16 Leuten drin, spielen 4-5 Leute mit der. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Quote, wenn so eine neue Waffe released wird. Ja, ich persönlich mag es jetzt nicht allzu sehr, aber ich bin heute mal neutral geblieben und habe die positiven und die negativen Sachen der Waffe ins Licht gerückt. Ja, ich fange gleich mal richtig mit den Stats an. Die Waffe hat 100 Punkte auf Schaden. Heißt natürlich ein One-Hit-Kill. Das bedeutet auch, wenn man auf den Fuß schießt, ist auch ein One-Hit-Kill. Das heißt, egal wo ihr hinschießt, wenn die Kugel irgendwie den Gegner trifft, ist der tot. Das ist sehr positiv, weil nicht jede Waffe hat ein One-Hit-Kill, wenn man in den Fuß schießt. Portability bekommt sie 40 Punkte. Das ist 5 Punkte mehr als bei der normalen M200. Die Waffe ähnelt allgemein der M200. Klar, es ist ja die NX-Version, aber sie ähnelt der Waffe eigentlich ziemlich sehr. Also ich möchte fast sagen, es wäre bald schon ein Placebo-Effekt. Allerdings muss man dazu sagen, die M200 ist ja erst ab CSM kaufbar, und da nicht jeder CSM ist sie nun mal, ist die NX-Variante auch die Möglichkeit für Leute, die Waffe mögen, allerdings nicht in der Möglichkeit sind, sie sich zu kaufen, da sie ein zu niedriger Level sind, zu kaufen. Darum finde ich das okay, dass die jetzt als Geely released wurde. Ja, die Portability hatte ich ja gerade schon gesagt, 5 Punkte mehr als die 200. Das ist ähnlich der L115. Also ich mag die L115 mehr, aber die beiden kommen sich von den Sets ja ziemlich ähnlich. Dazu muss ich noch sagen, jetzt eine Info aus dem Real Life, hab mal recherchiert. Die Waffe ist im Game eigentlich noch leichter als im Real Life. Da die Waffe nämlich, das sieht man ihr vielleicht auch, klar, das ist immer, ob es im Game ist und Real Life ist ein Unterschied, aber das sieht man ihr vielleicht auch an, sie wiegt im wahren Leben 30 Kilo. Das ist ganz schön schwer, und darum hat sie hier mal eine Vergünstigung in Command Arms bekommen. Genau, sollte sie eigentlich schwerer sein, aber warum sollte man sich deswegen aufregen? Ist ja nur positiv. Fire Rate bekommt hier 10 Punkte. Ich weiß eh nicht, warum ich gerade einen Sniper mit Punkten erkläre, weil die Punkte sind irgendwie sinnlos. Ist ja klar, meine One-Hit-Kill ist Nachladezeit. Es ist ähnlich wie bei der L96. Allerdings muss ich euch sagen, es gibt ja diesen Trick, sage ich mal. Ich benutze ihn übrigens nicht, weil ich bin zu blöd, um schnell QQ zu drücken. Das hat ja den Vorteil, dass wenn ihr schießt und bevor ihr nachladet, wenn ihr QQ drückt, switcht er so rum, dass er dann schon nachgeladen ist. Das hat den Vorteil, dass man schneller schießen kann, aber bei der Waffe bringt es das nicht, weil die Waffe eigentlich auch so ziemlich schnell nachlädt.
Die Genauigkeit bekommt 94 Punkte, das sind 2 mehr als bei der normalen M200. Das ist höher bei der L115 als bei der L115. Allerdings ist das fast unmerkbar, also nichts Besonderes. Das Besondere an dieser Waffe ist ihr Scope, ja. Dieser Scope ist ein neuer Scope, wurde noch nie vorher in Command Arms irgendwie benutzt. Ich würde mich mal fragen, wie oft ich eigentlich M sage. Ja, erinnert mich persönlich ein bisschen an die Dragusnov, drum ich habe persönlich auch eine kleine Feindschaft mit der Dragusnov, drum ist das so ein kleines Vorurteil, was bei mir gleich mal mitgespielt hat, dass ich die Waffen nicht mag. Auch noch anders als bei der normalen M200 ist das Magazin, nämlich bekommt die M200 Gili 6 Kugeln sofort und 18 auf Nachladen, während die normale M200 nur 5 auf Sofort und 15 auch auf Nachladen hat. Das hat den Vorteil, dass man vor allem, also ihr werdet hier sehen im Gameplay, ich habe die ganze Zeit gecampt, da bin ich auch nicht stolz drauf, dass ich das so eine KD habe. Ich bin selber eigentlich kein Camper, aber müsst ihr mir erstmal ein bisschen verzeihen. Das hat halt den Vorteil, dass man während Campen wirklich viele Kills abstauben kann, da die Waffe einfach so ein hohes Magazin hat. Das ist auch übrigens mehr als bei der L96A1 Arctic Wolf. Der Schalldämpfer, muss ich mal wirklich loben, der ist zwar ziemlich kurz, so sieht er aus, allerdings ist das vor allem für diese heimlichen Kills, also wenn ihr auf Snow Valley seid und euch einen heimlichen kleinen Sniper-Spawn gesucht habt, dann könnt ihr da ganz heimlich vor euch hin campen und eine Menge Kills landen, ohne dass euch jemand sieht, das sei denn, das ist natürlich Killcammer. Da der Schalldämpfer fast den ganzen Muzzleflash, also Mündungsfeuer, schluckt, ist also auch diesen normalen anbringbaren, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Schalldämpfern überlegen. Und also da muss ich mal wirklich sagen, ist der Schalldämpfer eine sehr gute Idee. Ja? Ich denke, jetzt habe ich mal soweit alles gesagt, habe auch ausnahmsweise mal wieder viel gelabert. Ja, persönlich die Waffe, ich akzeptiere sie, nehme sie aber nicht in mein Repertoire für spätere Spiele auf. Ihr werdet jetzt noch ein bisschen rassiges Gameplay sehen, wie immer, und zum Schluss gibt es eine Bewertung. Bis dann. Ja, so, die mündliche Bewertung gibt's jetzt. Ich glaube, also das mit Bewertung finde ich eine ganz gute Idee, allerdings das mit dem ganzen Schreiben ist ganz ehrlich mir zu... ja, gut, ich bin faul, scheiß drauf. Ich mache das ab jetzt mündlich und mache heute gleich mal weiter mit der M200. Und ich fasse mal die positiven Punkte zusammen. Die positiven Punkte der M200 sind im Vergleich zu einer Sniper ein hohes Magazin, was den Vorteil ermöglicht, lange Runden zu spielen. Wenn man nicht stirbt, kann man mit der bis an die 15 Kills, also einen Killstreak, einen langen Killstreak machen. Der Schalldämpfer ist auch sehr sinnvoll, da die Waffe sehr leise und heimlich ist. Also die Waffe wirklich gut für Camper. Und von den Sets her würde ich das Positivste der Waffe auf die Genauigkeit zurückführen. 94 Punkte sind für eine Sniper nicht unbedingt unglaublich viel, allerdings im guten Bereich. Und deswegen kriegt die da mein positives Lob. Die negativen Sachen der Waffe sind, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, ganz ehrlich, sie hat nicht wirklich herausstechende negative Punkte. Es ist, bei einer Sniper kann man das so oder so eher schlecht machen, drum, um da selber urteilen zu können, würde ich euch raten, die einfach mal selber, also es benutzen ja viele, wenn da einfach immer jemand stirbt, dass ihr die mal auf dem Boden aufhebt und mal selber mit der testet. Meine Waffe ist es nicht, allerdings bin ich ja auch nicht der Maßstab und drum von mir kriegt sie jetzt ein bisschen beeinträchtigt, weil ich sie nicht so mag, kriegt sie eine 3+. Das kann man auch, wenn ich sie mögen würde, wird sie wahrscheinlich von mir eine 2 bekommen. Also ich sag mal 3+ bis 2 die Waffe von mir bekommen und genau, das war's dann auch schon wieder von mir heute. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.